Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der BDFA-Couch. Hier informiere ich Sie gerne über Sachen, die im BDFA passieren und mit unserer Filmerei als Amateurfilmer zu tun haben. Das heutige Thema dreht sich um die UNICA, Union Internationale de Cinéma. Das ist der Dachverband für alle Amateurfilmer weltweit. Das zehnköpfige Gremium der UNICA setzt sich bei der UNESCO für Belange der Amateurfilmer ein. Doch bekannt ist die UNICA hauptsächlich dafür, dass sie einmal im Jahr für alle teilnehmenden Länder ein Filmfestival ausrichtet. Wir Mitglieder als BDFA gehören automatisch auch der UNICA an und können so unsere Filme bei der UNICA zeigen, sofern sie von einem Auswahlkomitee nominiert werden. Höhepunkt der UNICA ist der Nationenfilmwettbewerb, bei dem jedem Land eine Projektionszeit von 40 Minuten eingeräumt wird. 2022 fand diese Veranstaltung in Locarno in der Schweiz statt und bei angenehmen 30 Grad Außentemperaturen hat man es genossen, in einem gekühlten Kino die Filme sehen zu können. Hier ein Foto der anwesenden BDFA-Mitglieder. Unser Beitrag erhielt den Goldenen Löwen der UNICA für das interessanteste Länderprogramm. Auch die teilnehmenden Filmer haben sehr gut abgeschnitten. Pablo Ferdinando Matarocci und Moritz Melms gewannen für Mannkind eine Silbermedaille. Mit Bronze ausgezeichnet wurden Arme Seele von Philipp Wagner und Holy Ground von Naomi Clerc und Matthias Speer. Für die Animation Maestro erhielt Rolf Birn, Anna Meschkova und Svitlana Koltsova ein Ehrendiplom. Der Minutenfilm Istzeit von Bernhard Zimmermann kam unter die ersten 16. Dieses Jahr findet die UNICA in Comacchio, Italien statt. Ein absolut tolles Festival mit einem Wermutstropfen. Ich werde nicht dran teilnehmen können. Mit dabei sind aber 6 Filme aus dem DAF-Programm 2022. Das heißt BDFA Deutsche Filmfestspiele 2022, wenn man es genau ausspricht. Ein Auswahlgremium hat folgende Filme zur UNICA 2023 ausgewählt. Von Matthias Speer der Film Boykotts. Ein maritimer Musikclip im historischen Kontext. Einst waren wir verehrt, zu Helden verklärt, wir beiden roten Matrosen. Man hat uns erstarrt, als Erbe verwahrt und goss uns in eherne Posen. Dabei wäre es fair, wenn man sich jetzt sehr um Aufarbeitung verdiene. Doch das scheint passé, man ehrt in La Boe, liebe Helden der Kriegsmarine. Entschlossen, zu allem bereit, so trotzig und kämpferisch wild. Okay, es passt kaum in die heutige Zeit, dies kraftvoll rebellische Bild. Von Dr. Stefan Vogel, der Film Baumfellarbeiten. Dazu hatte ich ein Zoom-Gespräch mit Stefan. Hallo Stefan, herzlich willkommen bei uns auf der BDFA-Couch. Hallo Andreas, vielen Dank für die Einladung. Es freut mich, dabei sein zu dürfen bei dem Videoblog. Wir dürfen dir ja gratulieren, da dein Film Baumfellarbeiten für die UNICA 2023 nominiert wurde. Was ist das für ein Gefühl? Ja, ich habe ja im April davon erfahren, dass ich nominiert worden bin mit dem Film und es hat mich sehr gefreut, auch ein bisschen überrascht, aber dann auch sehr geehrt. Und das habe ich mich dann auch lange überlegt, ob ich dann wirklich nach Comacchio hinfahre, aber ich habe mich entschlossen, das ist eine einmalige Gelegenheit, wenn so ein Film oder ein eigener Film auf der UNICA läuft, dass ich natürlich da auch vor Ort sein möchte und werde deswegen auch die komplette UNICA an mir anschauen und teilnehmen und freue mich wahnsinnig drauf, auch mit dem Film vertreten zu sein. Was hat dich dazu bewogen, den Film zu realisieren?
Ja, das ist letztlich ein Familienfilm, wenn man so will, im weitesten Sinne, dahingehend, dass mein Vater in eine Kriegsgeneration geboren war und selbst am Krieg beteiligt war als Soldat und das natürlich dann auch bei den Kindern, bei der nächsten Generation irgendwie verarbeitet werden muss oder mit der nächsten Generation. Und ich hatte Zeitungsartikel gelesen, ich hatte Dokumentarfilme gesehen im Fernsehen oder auch diese eine Fernsehserie Unsere Mütter, Unsere Väter, die lief Zweiteiler. Und da habe ich gesehen, dass es ein allgemeines Thema ist, diese generationsübergreifende Thematik. Und da ich im Erbe meines Vaters auch eine Videokamera gefunden hatte, auf der seine letzten Aufnahmen, die er noch aus Unbeweglichkeit nur vom Haus aus machen konnten, eben Baumfällarbeiten im Nachbargebäude, im Nachbargrundstück. Das war so der Auslöser, wo ich sagte, da kann man irgendwas draus machen. Habe aber viele, viele Jahre, mein Vater ist mittlerweile schon 9 Jahre tot, überlegt, wie ich das verarbeiten kann. Und da habe ich das quasi in Spielszenen dokumentarisch, die natürlich der Wahrheit angelehnt sind, versucht zu verarbeiten. Hat aber sehr, sehr lange gedauert, dieser Prozess, bis ich da zu einem gescheiten oder für mich gescheiten Konzept gekommen bin. Schauen wir uns das doch mal gemeinsam an. Das sind die letzten Aufnahmen, die mein Vater mit seiner Videokamera gemacht hat. Keine weiten Reisen mehr, keine großen Ausflüge, nur noch aus dem Haus heraus das gefilmt, was sich gerade Sehenswertes in der näheren Umgebung ereignete. Fährst du nach Comacchio? Genau, die Sache ist es mir wert, nach Italien zu reisen. Ist zwar ein größerer Aufwand, aber es ist auch eine sehr, sehr schöne Lokalität dort, direkt an der Adriaküste und werde auch viele andere Deutsche treffen und deswegen auch vor allen Dingen andere Filme aus anderen Ländern. Und was ich auch besonders beeindruckend finde, ich war schon noch zweimal auf einer Unica gewesen, dass man mitbekommt, was andere Filme in anderen Ländern filmen, was deren Thematik ist. Manchmal ist es eine ähnliche Thematik. Manchmal ist es auch was anderes und wie die auch filmen. Also insofern dieser Austausch und diese Erfahrung, die Nachbarländer zu sehen, kennenzulernen, ist wirklich sehr, sehr hilfreich und schön. Stefan, vielen Dank für das kurze Gespräch und viel Glück und Spaß bei der Unica. Vielen Dank. Tschüss. Weiterhin wurde von Hans Höpfner der Film United in Diversity nominiert. Umgang mit dem Brexit. Eine humorvolle Umsetzung eines politischen Themas funktioniert ohne Worte. Weiterhin nominiert wurde von Markus Siebler der Film Tebbut. Auch Markus hatte Zeit, per Zoom kurz mit uns über diesen Film zu sprechen. Hallo Markus, herzlich willkommen zurück auf der BDFA-Couch. Hi Andreas, schöne Grüße aus Bayern. Schön, dass ich bei euch auf der virtuellen BDFA-Couch sitzen darf. Auch dir dürfen wir gratulieren, da dein Film Tebbut für die Unica nominiert wurde. Was ist das für ein Gefühl, mit dabei zu sein? Ja, Unica ist immer ganz was Großartiges.
Wer schon mal dabei war, wenn dann das eigene Länderprogramm kommt, in unserem Fall dann das Länderprogramm des BDFA und das heißt Großdeutschland auf der Bühne, dann ist man immer schon auch ein bisschen stolz, das Land vertreten zu dürfen. Also in unserem Fall den BDFA und Deutschland, und das ist schon ein sehr schönes Gefühl, manchmal sogar überwältigend. Was hat dich dazu bewogen, den Film zu realisieren? Ja, der Film basiert auf einer wahren Begebenheit, ein Mordfall in Bayern, der auch bundesweit Schlagzeilen gemacht hat. Das war der Fall Maria Baumer in Regensburg, wo quasi ein Verlobter seine zukünftige Frau ermordet und das sehr hinterhältig, indem er sie unbemerkt mehr oder minder vergiftet. Was ist für dich persönlich die stärkste Szene in diesem Film? Stärkste Szene, über einen eigenen Film zu sprechen, ist ja immer ein bisschen schwierig, aber mich bewegt immer wieder, wenn ich den Film sehe, die Szene, wo sich quasi die Maria im Film verabschiedet in die Arbeit und beide trinken noch Tee oder Kakao am Morgen miteinander. Sie drückt ihm die Tasse in die Hand und hat dann einen dieser Schwächeanfälle, hervorgerufen durch Medikamente. Und der Film ist ja aufgenommen in Dutch Angles, also mit schräger Kamera, und sie kippt ein bisschen in die Schräge quasi. Und er fragt sie dann, alles okay? Und sie sagt, ja, aber in Wirklichkeit ist gar nichts okay. Das ist eine Szene, die ich selbst immer wieder sehr spannend finde. Ich bin ja noch gar nicht angezogen. Wieso? Präsenztag. Ich fange halt erst später an. Seit wann denn das? Das ist schon länger so. Das habe ich dir aber eigentlich auch schon mal gesagt. Ich muss los. Das passt schon alles. Für die. Vierte. Ist alles in Ordnung? Ja. Wie lange hast du an diesem Projekt gearbeitet? Geschrieben habe ich es 2020. Da war ja dann der Mordfall Maria Baumer vor Gericht in Regensburg. Da war ich auch mehrmals anwesend, zum Prozess, zur Verhandlung. War ganz spannend. Ich hatte noch nie vorher einen echten Mordfall vor Gericht gesehen. Da auch eine Menge gelernt, und da hatte ich zum Schreiben begonnen. 2020 war es dann zunächst noch gar nicht so leicht, einen Film zu machen in einem größeren Team. Corona war ja da und entsprechende Beschränkungen. 2021 wurde das Drehbuch fertig und dann haben wir im Herbst 2021 gedreht, dann vielleicht ungefähr 5 Tagen. Meistens drehen wir am Wochenende, so 2,5 Wochenenden, und dann kommt natürlich noch mal eine ein- bis zweimonatige Nachbearbeitungszeit dazu. Du machst deine Filme ja immer mit einem Team. Was sagt dein Team dazu? Wie ist da die Stimmung? Ja, der Film ist ja durchaus ein ernster Film. Auf manche wirkt er mit Sicherheit auch verstörend. Dennoch ist das ganze Team und auch ich sehr, sehr stolz, dass der Film in Comacchio laufen darf. Wirst du in Comacchio dabei sein? Ich habe es auf jeden Fall fest vor, sofern es meine Arbeit erlaubt. Bin ja noch berufstätig, aber auf jeden Fall will ich natürlich zum deutschen Länderprogramm vor Ort sein, und am nächsten Tag ist ja dann auch noch die Generalversammlung, wo der BDFA auch vertreten werden muss. Also ich habe es auf jeden Fall fast vor, und man kann schon mit mir rechnen in Italien. Dann wünsche ich dir viel Erfolg und euch allen viel Spaß bei der Unica. Dankeschön, vielen herzlichen Dank, und schauen wir mal, wie es läuft. Ich wünsche auch allen den anderen dreien, mit denen wir im deutschen Länderprogramm dann laufen, viel Erfolg. Tschüss nach Bayern. Vielen Dank, Grüße und Servus nach NRW. Im Bereich des Minutenfilms wurden folgende Filme nominiert: Der Film Wauwau von Manfred Hennig. Ach, der Hund, der wird sein Herrchen aber vermissen. Ach, der hat ihn doch totgebissen. Der Film
Ein Wunsch frei von Florian Jankowski. Du kannst zaubern. Wirklich? Ja, klar doch. Was wünschst du dir? Ich wünsche mir ein Auto. Curus Rufus Mobili Magnus. Oh, super. Und tschüss. Wir wünschen den Teilnehmern viel Erfolg und natürlich viel Spaß in Comacchio. Denn dabei zu sein, ist im Grunde genommen alles, weil diese Atmosphäre, das erlebt man so schnell nicht noch einmal in seinem Leben. Wenn es etwas Interessantes zu berichten gibt, werden wir Sie auf den Laufenden halten. Bitte schalten Sie auch bei der nächsten Folge wieder ein. Bleiben Sie uns gewogen und denken Sie daran, wenn Sie noch kein Mitglied sind, Anträge finden Sie auf unserer Internetseite. Bis dahin, Ihr Andreas Klöpfel.